Hallo und so, und schön, dass du bei diesem neuen Projekt dabei bist, wir spielen. Ja, vermutlich mal ModernCraft. Ich habe noch keinen Namen gefunden. Aber da könnt ihr ja auch aushelfen, indem ihr einfach einen reinschreibt in die Kommentare ganz unten unter dem Video. Es sei denn, ihr benutzt ein iPhone oder ähnliches. Android-Gerät, Endgerät, irgendwas. Naja. Und leider spiele ich die erste Folge alleine. Es tut mir leid, aber es ist leider schon 21:15 Uhr. Und ich hatte gerade eben noch erhebige Internetprobleme, weshalb ich mir gedacht habe, dann lebe ich lieber mal nicht, aber das ist nämlich total nervig. Und ja, dann habe ich das jetzt gemacht, wo mein Internet wieder etwas reiner ist. Warum habe ich das gemacht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, vielleicht schneide ich es heraus. So, wir bauen erstmal so ein bisschen Holz ab und ich quatsche ein bisschen über das Modpack. Das könnt ihr auch gerne rübersteuern. Jetzt habe ich mein... Jetzt hat mein Mikro wieder einen Pirk gemacht, weil ich noch keinen Popschutz habe. Naja. Ich werde jetzt einfach ein bisschen über das Modpack quatschen. Das könnt ihr theoretisch vorspulen. Müsst aber nicht, wenn euch interessiert, was hier alles drin ist. Und ja, dann fangen wir jetzt mit den Basics an. Also in dem Modpack sind ein paar Mods natürlich. Die haben alle eher sowas mit Realistik zu tun. Also es ist jetzt nicht irgendwie dabei mit irgendwelchen... Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sogar eine... Ich glaube, ich habe nicht mal eine Magic Mod drin. Das heißt, das ist sehr realistisch angelehnt. Es gibt eher so Technik-Mods anstatt irgendwelche Zaubereien und krassen Rituale, wo man sich irgendwie, was weiß ich, wie viele Sachen durchlesen muss. Ja, und dann gibt es da natürlich auch, was im Real Life nicht fehlen darf, ein paar Dekorationsstücke. Ich habe die Microblocks mit reingenommen. Also, wenn wir jetzt hier in E gehen. Mikroblocks, ich hoffe, ich glaube, ich gehe lieber nochmal nachgucken. Okay, ich bin im Recipe-Mode gewesen, warum habe ich da jetzt drauf gedrückt? Es gibt Microblocks, ganz, ganz toll viele. Und ja, 82 Seiten Microblocks. Wow. Oh ja, das wären dann die Dekorationssachen. Es gibt auch die, also ich habe mir die Mr. Crafts Furniture Mod noch mitgenommen, damit es noch mehr Design-Elemente gibt und dann kann man es auch nicht verkacken, irgendwas Schönes zu bauen, weil es genug schöne Sachen gibt. Gut, wir machen jetzt halt erstmal die Basics. Ich könnte jetzt eine Timelapse machen eigentlich. Ich mache eine Timelapse. Wir sehen uns nach der Timelapse. Überhaupt jetzt irgendwelche schöne Musik dabei. LOL. Leute, wir haben einfach Insta-Diamanten gefunden. Was ist das denn? Eigentlich wollte ich die Timelapse jetzt noch so lange machen, bis ich irgendwie Diamanten oder irgendwas Geiles finde. Aber nein. Mein Minecraft-Glück schenkt mir 4 Diamanten anscheinend. Direkt am Anfang. Ja, dann baue ich jetzt erstmal einen Ofen und laber ein bisschen weiter. So. Also es... Ich kann ja ein paar Beispiele für Mods nennen, wenn ihr die nicht kennt, werde ich noch ein bisschen was darüber beschreiben. So. Es gibt die Buildcraft-Mod, die eine Query hinzufügt, damit können wir dann minen lassen, das heißt, ich muss nicht mehr selber dann die ganzen Scheiße abbauen. Es gibt die Red Power-Mod, wo jetzt Vulkane, glaube ich, hinzugefügt werden und Marmor und so einen coolen Shit, was ich auf jeden Fall auch zum Bauen verwenden werde. Ich habe schon immer mit Marble gebaut. Frag mich nicht warum, aber ich mache das einfach. Ich gucke gerade, dass die Einstellungen passen. Smooth Lighting braucht man übrigens nicht höher drehen, das passt.
Fock ist langweilig. Der ist blöd. Fock ist aus. Ich habe gerade mal wieder ein paar Performance-Probleme. Aber ich weiß nicht warum. Wir haben einfach wirklich Instant Diamonds gefunden. Wie geil ist das denn? Okay, wir können jetzt direkt auch Copper und so ein Shit abbauen. Ah, den Copper kann man eh abbauen. Es gibt doch Copper, oder? Ich hoffe, die Welt wurde jetzt direkt mit Copper und so erstellt, sonst... Ja, es gibt Copper. Ja, mossig. Aber irgendwie... Ich hoffe jetzt einfach mal, die Welt wurde auch direkt mit den neuen Erzen erstellt, sonst haben wir Probleme. Da müssen wir nämlich ziemlich weit weggraben erstmal. Das hätte ich jetzt schon verkackt. Ja, und ich denke mal, wir machen jetzt weiter mit der Timelapse, bis ich wieder irgendwas Interessantes gefunden habe.
kurzen Timelapse habe ich jetzt ein bisschen was zusammengefarmt und damit kann man, denke ich, mal anfangen, irgendwas zu bauen. Wir gucken mal, was es so für Generatoren gibt. Ups, nicht mit Z. Generator. Also ich habe hier auch Ender.io drauf, das heißt, es gibt hier echt die unterschiedlichsten Generatoren. So, Zombie-Generator. Ich hoffe, das ist was für Mobs. Ne? Der ist eh viel zu teuer, für den Anfang zumindest. Call Generator von Galactic Craft kann man leider auch nur für die Galactic Craft Mods benutzen. Dann haben wir hier die ganzen normalen Generatoren, die was bringen die überhaupt? Ja, keine Ahnung, was die für einen Strom rausbringen, aber die sehen mal ganz okay aus für den Anfang und Todeslag hat sich aber wieder. Ich glaube, ich reloade mal die Map. Ja, okay. Ich glaube, ich bin auf S gekommen. Jetzt hat sich mein Sound mit reloaded. Ich hoffe, mein Minecraft crasht nicht gleich. Okay, es hat nicht gecrashed. Ich werde eben mal auf den Höchstleistungsmodus umschalten. Ups, das ist der Energiesparmodus. So. Dann läuft es vielleicht etwas besser, weil das ist gerade ein bisschen komisch. Vorhin beim Test hat es nicht geleckt, aber gut. Kann man nichts machen. So, ich habe auch die X-Ray Utilities Mod drauf. Tinkers Kontakt, glaube ich. Ne, habe ich nicht drauf. Ich weiß nicht, ich wollte das irgendwie nicht als Realistic Mod wahrhaben. Aber gut, also ich habe die X-Ray Utilities Mod. Lol. Habe ich die nicht aus. Oh, ich glaube, ich habe die aus Versehen nicht auf dem Server gemacht. Dann werde ich das nachholen. Dazu werden zum Glück keine Mods. Dazu werden keine Erze generiert, zum Glück. Sonst hätten wir jetzt ein kleines Problem. Ich hoffe mal zumindest, dass ja keine Erze generiert werden. Warum habe ich jetzt beide abgebaut? Das war mega sinnlos. So, das Steinschwert behalte ich erstmal, aber eine Eisenbrust einfach, weil es ein bisschen. Jo, es leckt halt echt krass gerade. Ich verstehe aber nicht warum. Multicore, ich mache mal auf Default. Ja, keine Ahnung, warum es gerade leckt. Also so scheiße ist mein Prozess jetzt. Siegt am Ofen. Jedes Mal, wenn ich in irgendwas reingucke, leckt das übel. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Also anscheinend habe ich die Extra Utilities Mod nicht mit auf den Server gezogen. Das ist jetzt im Nachhinein ein bisschen ärgerlich. Warum stehen hier? Lol. Ah, ich hatte da schon mal angefangen, aber dann bin ich gestorben. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann fange ich halt nochmal von vorne mit der Aufnahme auch an. Ja. Ich habe meinen Eingang halt nicht wiedergefunden, aber jetzt, naja, geil. Ich hatte ja eh nichts dabei. Nur halt das Holz. Dem trauere ich immer noch ein bisschen nach. Gut, aber es sollte doch Kupfer auf der Welt schon geben, oder? Ich kann halt leider nicht nachgucken, ob es irgendwas aus Kupfer gibt. Ich kann ja mal zeigen, was wir als erstes vielleicht bauen wollen. Und zwar hier so einen schönen Pulverizer, der war ganz geil. Das ist jetzt die teuerste Version. Aber die billigste baut man aus dem Basic Machine Frame. Dafür wir brauchen Zinn dafür und Glas. Ja, okay, Glas ist nicht so das Problem. So, wirklich erst überlegt, ob ich das auf Skyblock laufen lassen soll, aber Skyblock ist halt irgendwie nicht realistic. Dann hätte ich ja auch Mythcraft und sowas hinzufügen. Ich glaube, ich habe Mythcraft sogar drauf, aber nicht wegen den Waffen, sondern wegen den Gegnern, weil irgendwie ich finde das total kacke, dass Minecraft nur so ein paar Gegner hat, so der stärkste ist halt irgendwie Enderman, der so natürlich spawnen kann. Das finde ich irgendwie blöd, deshalb habe ich jetzt einfach Mythcraft mit reingenommen. Aber halt nicht wegen den Mythen, sondern halt wegen den Gegnern. Ich baue gerade mal eben zu, damit hier nichts mehr reinkommt. Ich hoffe, Edition stürzt nicht wieder ab. Das wäre blöd. Weil ich diesmal nicht einfach ein paar neue Runden reingehen kann, sondern muss ich alles von vorne aufnehmen. Ich will dieses Wasser. Leute, da ist ja auch noch ein Eingang. Da muss ich das Wasser eh wegmachen. Ich denke mal, es wird so unsere Starterhöhle. Von draußen brauchen wir eh nur ab und zu mal irgendwie Essen oder sowas. Wobei ich schon überlegt habe. Aber wenn ich lieber einfach. Ja, ich denke, also wir werden hier erstmal in der Höhle leben. So. Dreck habe ich keinen mitgenommen vorhin. Egal, kann ich ja jetzt machen. Ruhm jetzt auch gleich mal das nächste Achievement. Oh, macht leider gar nicht. Ich habe erst echt überlegt, die Mod Trophy. Keine Ahnung, wie die gerade heißt, leider. Irgendwas mit Trophy Inventory oder sowas. Und da kriegt man nur. Also da hat man
erst nur ganz wenig Platz im Inventar und muss den sich halt durch Achievements holen, aber das wäre halt irgendwie auch voll unrealistisch und das sollte ja ein Realistic Pack werden. Deshalb war das keine Option dann oder stand irgendwann nicht mehr zur Debatte. So, dann wollen wir hier mal unseren ersten Shit anpflanzen. Ein bisschen Weed braucht jeder und, ne? Hat man den Wortwitz verstanden? Nein? Schade. Naja. Dann hoffen wir mal, wir kommen hier direkt ein bisschen Seeds raus. Und ein paar Seeds, eher gesagt. Ein bisschen ist wohl nicht ganz deutsch. Ah. Perfekt, da haben wir schon die ersten Seeds. Oh lol, da geht's aber nicht runter. Da komme ich her. Aus der Kackschlucht. Keine Ahnung, was das ist. So, dann pflanzen wir direkt mal an. Die Lava werden wir auch noch gebrauchen. Können. Keine Ahnung, mal gucken. Hoffe ich zumindest. Alter. Wir machen noch erstmal ein paar frische Stickies. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Ich habe die Kohle leider zu spät gesehen, sonst hätte ich die früher reingepackt. Pulverizer. Geht's einfach. Warum wird denn nur der Resonant angezeigt? Ich möchte einen anderen haben. Boah, ey. Naja, wir brauchen ja eh erstmal Energie, von daher. So, in der Rohspur bin ich jetzt seit 22 Minuten, allerdings muss ich ja die Timelapse mit einberechnen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Acht, das sind ungefähr 8 Minuten. Doppelte Geschwindigkeit, 4 Minuten, das heißt, wir sind jetzt bei 8, aus 8 macht 4, sind minus 4 Minuten, da sind wir bei 19 Minuten, lol. Ah ne, warte mal, falsch. Die Timelapse geht 14 Minuten. Das eine Sprechen war einfach nur, weil mein Bruder reingekommen ist. Ja, geil, jetzt haben wir ein neues Stück Kohle angebrannt. Angebraucht, meine ich. Machen wir einfach Cobblestone mit. Braucht man später. Gut, was ist denn jetzt unser erstes Crafting-Ziel? Habe ich die Bedrockinium, also diese Mod mit... Also es gibt Bedrockinium, aber ich gibt anscheinend... Oder? Wie heißt denn das? Water Can, heißt es so? Mineralwasser Cup. Also Cup heißt wahrscheinlich Becher oder so. Wie heißt denn das? Was heißt Gießkanne auf Englisch? Tja, keine Ahnung. Wir googeln. Wir suchen einfach mal nach Bedrockinium. Drücken U. Dann sehen wir ja, was wir daraus craften können. Ja, wir haben echt die Watering Can mit. Auch wenn man einen Soul Fragment dafür braucht. Das werde ich dann einfach Titus machen lassen. Gut. Oder auch nicht. Hoho, der Wortwitz, den ich schon... Was, nee, das ist ja gar kein Wortwitz. Wann bin ich dumm manchmal? Naja. Wollen wir mal hier direkt was anpflanzen? Der gute alte Botaniker. Der kommt gerade in mir wieder raus. So. Dirt haben wir ja noch, wie das heißt. Dirt. Ich werde nicht auf Deutsch spielen, weil Deutsch ist blöd auf Englisch Modpack. Also wirklich die wenigsten Mods hier in dem Pack sozusagen wurden leider nicht übersetzt. Wobei, wer spricht schon Deutsch? Ja, und deshalb leider... Ups. Werde ich deshalb leider nicht auf Deutsch spielen, sondern halt auf Englisch. Gut, ich werde vielleicht noch die ein oder andere mit Mod mit reinnehmen. Vor allem, was ihr mir dann schreibt, ist recht wichtig, ob ihr noch Wunschmods habt. Ich gucke da mal, ob die kompatibel sind. Und ja, dann gucken wir mal, was da noch reinkommt. Ich wollte mir eine Tür bauen. Hier stocken, ich glaube, die stocken nicht mal, gell? Ich glaube, die stecken in dieser Version nicht mal. Naja, macht nix. Komm. Oder vielleicht, das ist erst ab 1.8. So. Dann können wir auch rein und raus. Ich werde direkt relativ auf Design achten.
Wobei das jetzt halt irgendwie schon scheiße aussieht. Aber man sieht halt, dass es irgendwie von Menschen abgebaut wurde. So, so, so. So, das sieht irgendwie ordentlich aus. Keine Ahnung. Ich wollte nach Essen suchen, weil wir selbst keins haben, weil wir zu arm sind. Aber wir haben echt nur noch eine Hungerkeule. Ich brauche ganz... Ja, genau. Ja, aber ich kann wieder Klick spammen. Und Blockhitten geht auch in der Version wieder. Gib mir die Knochen. Tschüss. Oh, shit, wie viele... Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ich weiß gar nicht, wie viel Bone Meal es braucht in dieser Version, damit es irgendwas wächst. Es gab ja ein... Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber auf jeden Fall gab es mal eine Version in Minecraft, wo es einfach mit einem Bone Meal schon gewachsen ist. Aber ich denke mal nicht, dass es immer noch so ist. Ich habe die Food Plus Mod drauf. Ach, schade. Jetzt habe ich alle drei... Ja, ich krieg schon Hungerschaden, Mist. Gibt's Barley? Barley? Ups, so schreibt man nicht Barley. Nee, es gibt kein Barley. Add Food Plus. Eigentlich dürfte ich jetzt keinen Schaden mehr bekommen. Okay, zum Glück. Okay, Add Food. Wird wahrscheinlich ausgeschrieben. Hä? Wie schreibt man die denn sonst? Ach, ich hab's ja zusammengeschrieben, gell? Naja. Also, das ist von Minecraft. Achso, es gibt ja noch die Kategorie Food. Raw Pizza. Oh, lol. Einen Workshop braucht man dafür. Rotstück. Knife. Okay. Knife wäre eine gute Sache, womit man jetzt mal anfangen könnte. Ein Freezer. Ja, das ist jetzt alles nicht. Ich brauche irgendwas. Banana Bread. Gibt's jetzt Bananas? Ja, es gibt Bananas. Cool. Hä? Da fuck. Candy Extractor. Naja, was soll's. Zwei Seiten mit Food. Wir brauchen irgendwas zu essen. Irgendwas. Ja, keine Ahnung, komm. Dann verhungern wir halt erstmal ein bisschen. Die kommen da noch rein, die Mobs, gell? Da habe ich mal wieder was nicht bedacht. Zack. Ups. So, nee, die kommen da überhaupt nicht. Ich bin manchmal so behindert, ne? Naja. Die sind da gar nicht reingekommen. Oh, der hat ja nicht mehr so lange gereicht. Ich bräuchte halt mal Copper. Mit Copper kann man anfangen, mit Tin auch. Ich bin jetzt gleich bei einer halben Stunde, dann werde ich bei irgendwie 32 Minuten mal Schluss machen für die erste Folge. Also eine Rohdatei natürlich. Kann auch etwas dauern, das hochzuladen. Oh lol, hier ist eine Cave. Warte mal, das ist das Cave, das man von außen auch schon gesehen hat wahrscheinlich, gell? Naja, egal. Ups. Auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Okay, da haben wir zwei Knochen. Das war aber großzügig. So, da geht es hoffentlich nicht mehr weiter. Ich will jetzt hier nicht zu viel erkunden. Ich möchte nicht wieder, was heißt wieder? Ja doch, eigentlich wieder sterben. Ich werde auch vielleicht mal was offline machen. Irgendwie Haus bauen, wo ich die ganze Zeit einfach nur Blöcke platziere. Das ist langweilig, deshalb werde ich das vielleicht mal offscreen machen und nicht aufnehmen. Vielleicht werde ich auch einfach eine Timelapse einbauen. Ich meine, es zieht bei mir... Also es zieht schon FPS, man, meistens so ungefähr 100, aber... Ich meine, wenn man noch 100 hat, ist doch... Nein! Okay, wir leben noch. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir leben noch. Das letzte hebe ich mir mal für einen Slice and Spice auf. Also den letzten Stick hebe ich mir für einen Slice and Spice auf. Lapis. Das wäre jetzt zu geil gewesen, wäre das auch schon mit der Holzspitzhacke gegangen. Damals. Also in der 1.8 kann man das mit einer Steinspitzhacke abbauen, aber mit einem Holz, ja. Egal, ich schweife vom Thema ab. Was für ein Thema überhaupt? Ich habe gar kein Thema. Ich hoffe, ich sitze nicht zu nah am Mikro. Es sieht irgendwie so aus, als wäre die Tonspur schon wieder ausgerastet. Aber es ist, glaube ich, nicht ausgerastet, sondern es ist einfach nur angezeigt. So. Ja, hier ist noch Gold. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also, die ersten paar Folgen werden wir wahrscheinlich erstmal... Ist das ein... Alter, ist da gerade... ich weiß nicht, ob ich mich wegkomme. Ich werde jetzt erstmal das Gold abbauen, aber... Eventuell können wir die Folge damit abschließen, dass wir... Ja, ist das eine Schlucht?
Es ist eine Schlucht, oder? Ist es eine Schlucht? Ja, es ist eine Schlucht. Okay, dann können wir die... Alter, ich wäre fast verreckt. Dann können wir die Folge mit einer Schlucht ab... Hallo? Das ist so nervig an der 1.7.10. Man kommt irgendwie manchmal nicht aus dem Wasser raus. Können wir die Folge mit einer Schlucht abschließen? Ich baue mir hier eben eine... Oh, shit. Wie ist das gelegt? Ich will keine Bekanntschaft mit ihnen machen. Okay. Das hätten wir. Dann sind wir hier drin safe. Können uns hier noch so ein bisschen frei entfalten. Und werden dann das Cave in der nächsten, beziehungsweise die Schlucht in der nächsten Folge einmal komplett ausräumen wahrscheinlich. Wobei ich so langsam mal was zu essen brauche. Ich habe noch ein Seed dabei, theoretisch. Also ich könnte hier was anpflanzen. Ich denke mal, das werde ich jetzt noch eben... Oh nein, oh nein, oh nein. Ey Mann, ich hasse Gravel. Gravel ist so das Nervigste, was es in Minecraft gibt. Zumindest so ungefähr einer der nervigsten Sachen. Gut, dann werde ich das jetzt hier noch nach der Aufnahme wahrscheinlich anpflanzen. Wobei, das kann ich jetzt auch noch machen. Die Minuten macht es jetzt auch nicht mehr. Nach einer halben Stunde am Stück. Und dann sehen wir uns... Nein! 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 Oh, hätte es einmal geschossen. Okay, dann hätten wir wahrscheinlich trotzdem noch überlebt, aber... Dann hätten wir für die nächste Folge wahrscheinlich nicht so die krassesten Überlebenschancen gehabt. Stellen wir noch eine Fackel auf, pflanzen es an, damit es bei Nacht wächst, weil ich werde jetzt auf jeden Fall mich nochmal ans Schneiden setzen müssen. Bleibt da bitte drin, Wasser. Oh nee, ey. Oh nein, ja genau. Geh da runter, genau. So ist es brav. Und dann werden wir das hier anpflanzen mit unseren 6 Knochen. Woher kommen die denn jetzt auf einmal? Alter, dann werden wir jetzt nochmal schnell was essen. Komm, das macht jetzt keinen Unterschied. Jetzt sage ich die ganze Zeit, es macht keinen Unterschied. Und dann, ja, haben wir doch noch eine Stunde voll oder was. Nee, passt jetzt. Habe jetzt auch keine Lust mehr, irgendwie noch großartig was anzufangen. Das machen wir dann morgen wahrscheinlich mit Titus und oder Unilink. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.